Ziehen ein in eure Stadt. Wir sind das Volk, das fahrende Volk. Wir bringen euch Spaß, ihr gebt uns Gold. Und dann ziehen wir wieder fort. Wir ziehen ein in eure Stadt. Wir sind das Volk, das fahrende Volk. Wir bringen euch Spaß, ihr gebt uns Gold. Und dann ziehen wir wieder fort. Noch mal kurz, worum es in der Geschichte geht. Ich soll, okay, also die Geschichte spielt von der Moorleiche einmal, die vor 100 Jahren hier in Geihausen, wo wir jetzt stehen, also ungefähr 2 Kilometer von hier, gefunden wurde. Und das ist Deutschlands älteste Moorleiche und die wurde vor 2300 Jahren auf mysteriöse Weise ist die im Moor gelandet. Die wurde nämlich rituell gefesselt und also die Wissenschaft weiß nicht, warum und wie es dazu kam. Habt ihr Hans gesehen? Er kam nicht zum Frühstück, nicht zum Mittagessen und jetzt ist es schon fast dunkel und er ist immer noch nicht da. Wir haben ihn nicht gesehen. Vielleicht ist er ins Moor gegangen. Ins Moor? Ins Moor! Wir müssen ihn ganz schnell suchen. Kommt alle mit! In der Story geht es darum, dass das fahrende Pferdevolk, das sind Leute, die im Land umherfahren und durch kleine Auftritte ihr Geld machen. Bei mir wurde gesucht, jemand, der einfach nur am Anfang erstmal ansagt, was jetzt passiert. Willkommen, Damen und Herren! Wir sind das fahrende Pferdevolk! Viel Spaß! Und ich kann alles mit meinen Zaubertinkturen heilen. Ich habe die Dr. Zwackelmann-Rolle eigentlich, weil Miriam hat vorgeschlagen, also 2 Rollen vorgeschlagen. Einmal ein Quacksalber und eine, glaube ich, das war eine Mutter oder so, eine Mutter mit Kind oder so. Und ich habe halt den Quacksalber genommen, war einfach interessanter für mich. Und dann kam es halt zu dieser Rolle. Dann ist halt ein sozusagen Arzt. In dem fahrenden Volk, verkauft Wundermittel gegen alles Mögliche, zum Beispiel Hirnrost oder wenn dein Pferd zu klein ist. Ja. Am Anfang war es wirklich schwierig, so laut zu sprechen mit Riesenbewegungen und so. Das war am schwersten für mich am Anfang. Am Anfang und am Ende kommt der gleiche Song, nämlich The Greatest Show aus dem Film The Greatest Showman. In dem Film geht es auch um einen Zirkus und der Zirkus ist auch voller Leute, die keinen anderen Platz haben. Das passt deswegen ganz gut. Wir machen dich verrückt. Oh, 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 oh.
fahrenden Pferdeleute kommen dann in einem Dorf an und hören von einer, von der Moorleiche, die in Kaihausen gefunden wurde. Ja, und die ist bestimmt schon tausende von Jahren alt. Ja, aber das Schlimmste ist, es war ein Kind. So was habe ich auch schon mal gesehen. In Irland. Aber die waren noch viel älter. Und die haben alle rote Haare und alte, gammelige Haut. Und eben weil die durch das Moor konserviert wurden, ist die Haut, Knochen, Magenrock. Am Anfang war es dann auch noch einige kleine, so was wie eine Zirkusnummer gab es im allerersten Auftritt. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Kingston ist ein Zauberpony und ich verstehe seine Sprache. Den ganzen Text auswendig zu lernen, um Fremdwörter richtig auszusprechen. Es spielt alles in der früheren Zeit, vor 100 Jahren. Und da hat man heute noch nicht geredet wie heute. Steigen Sie ein, meine Damen und Herren. Deshalb war es sehr schwer für mich, so altertümliche Wörter zu benutzen und nicht zum Beispiel jetzt cool, oh, wie schade oder sowas. Deutschlands älteste Moorleiche, alles zu erhalten. Haare, Zehennägel, man weiß sogar noch, was sie gegessen hat. Es ist ein sensationeller Fund. Das würde Kaihausen und unser Museum sehr bekannt machen. Marie, was machst du? Manchmal Pferde streicheln oder mit meinen Freunden spielen. Und ich tanze auch. Thank you.
ganz am Anfang hatte ich eine Rolle der Dorfbewohnerin, wo ich die Gauklerleute, die in unser Dorf eingezogen sind, vertreiben wollte und vertrieben habe. Da hatten wir auch noch einen Tanz, den wir sozusagen alleine getanzt haben. Das fand ich sehr aufregend oder lustig. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was machen Sie hier eigentlich? Ist doch alles ein Betrug! Es geht so nicht! Quacksalber! Hauen Sie ab! Verschwinden Sie! Sie sind hier nicht erwünscht! Ach, ein klarer Fall von Hirnrost und keiner will mir glauben! Und immer wenn ich mich wohlfühle, werden wir immer wieder verjagt. Komm hin auf einen Kuss von
vom allgemeinen Stück hat mir tatsächlich die Hufschmied-Szene immer am besten gefallen. Ich fand sie total toll. Woo!